Hallo, ich grüße euch. Ich möchte gerne in Teil 40 anfangen, weil die Wahlen jetzt losgehen. Und wir haben wieder sehr lustige Rückmeldungen gekriegt zu unserem Schein über den Perso. Und ich möchte euch aktuelle Rückmeldungen nennen. Ich glaube, diesmal haut es euch vom Hocker. Ihr wisst ja, dass die Frau Merkel einen Kampf gegen rechts macht, ne? Und da hat sie die ganzen Antifas eingepeitscht und die SPD finanziert auch die Antifanten-Terrorbanden, die also hier Bahn manipulieren und Häuser abfackeln und Auto anzünden. Ja, sehr lustig. Und da gibt es auch offizielle Befürwortung und so weiter. Das ist alles hochkriminell, was so passiert. Aber wir haben es herausgefunden, dass es noch viel kriminellere Aktionen gibt. Ah, und das zeige ich euch mal hier. Und zwar habe ich ein sehr lustiges Schreiben, ist inzwischen geschwärzt, also schon ein bisschen Vorarbeit geleistet. Und zwar ist es dieses Schreiben vom Erzgebirgskreis Landratsamt. Dieses Erzgebirgskreis Landratsamt, das kommt, ist schon mal unangenehm aufgefallen, weil da haben nämlich schon mal zwei Leute die Bundesstaatenangehörigkeit verlangt, ne, weil sie dem zustehen. Wir haben ja das Schreiben hier vom Gauck, ich halte es mal hoch hier. Ah, hier, das hier. Ja, da steht drin, dass unverrückbarer Fakt ist, dass die Haager Landkriegsordnung gilt. Und die Haager Landkriegsordnung setzt über Artikel 43 das kaiserliche Recht ein, weil es das Recht ist, was beim Inkrafttreten der HLKO, das war zu Beginn des Ersten Weltkriegs, passiert ist. Ja, der Erste Weltkrieg ist noch nicht beendet, weil der Kaiser durch kaiserliche Verfügung selbst sich das Privileg verordnet hat, dass er nur selbst den Krieg beenden darf. Und da haben sie ihn gezwungen zur Abdankung, aber die Abdankungsurkunde ist eine Fälschung. Es gibt nämlich zwei Abdankungsurkunden mit zwei verschiedenen Unterschriften. Sowas kann nicht passieren. Also ein Abdankungsdokument ist immer, gibt es immer eins und das ist Original und da gibt es möglicherweise Kopien und Ablichtung, was auch immer. Aber niemals zwei Originale mit zwei identischen Unterschriften. Da weiß man also, dass es eine Fälschung ist. Und später hat dann auch der Kaiser, also wenn er selber unterschrieben hat, immer mit Imperator Rex unterschrieben. Ne? Also unser, ich will mal sagen, Staatspräsident. Ne? So, und ja, hat er auch später noch gemacht, bis in die 60er Jahren, auf allen Glückwunschschreiben und so, hat er immer Imperator Rex. Also er war zu dem Zeiten noch im Amt. Die Leute sind einfach nur getäuscht worden. So, jetzt ist es so, jetzt könnte im Prinzip den Krieg nur noch ein direkt vom Volk gewählter Verweser beenden. Und dazu brauchen wir aber ordentliche Ausweise. Und solange wie der Krieg läuft, ist die Haager Landkriegsordnung in Kraft. Ne? Also wir haben durchweg seit Inkrafttreten des ersten, also seit Beginn des Ersten Weltkrieges, kaiserliches Recht zu beanspruchen, auch die Staatsangehörigkeit, ne, die durchläuft. Und es gibt kein STAK. Ich sage es nochmal in aller Deutlichkeit. Der STAK ist eine Fälschung. Das hat das Ausfertigungsdatum vom Kaiser, aber ein geändertes Verfahren durch Leute, die nicht legitimiert sind, gesetzlicher Gesetzgeber zu sein. Die dürfen weder Wahlgesetze ändern, noch dürfen sie Staatsangehörigkeiten ändern, noch dürfen sie irgendwas verwenden, was aus dem Nationalsozialismus ist. Weil der Hitler war kein Verweser. Er darf keine Gesetze ändern. So, das müsst ihr erst mal wissen. Jetzt kommt der Oberhammer. Hier schreibt nämlich der Erzgebirgskreis, bezüglich Ihrer Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass das derzeit geltende Recht in Paragraph 30 Staatsangehörigkeitsgesetz das Bestehen der deutschen Staatsangehörigkeit geregelt ist. Hä? Wieso haben wir denn eine deutsche Staatsangehörigkeit? Wir alle haben die Bundesstaatenangehörigkeit. Erstens mal ist der Einigungsvertrag 1991 gelöscht worden durch Innenminister Klaus Kinkel. Gelöscht ist gelöscht. Und wenn kein neuer ausgefertigt worden ist, kann ja nur ein Staat kann einen Staatsvertrag machen. Aber nachdem Bundesrepublik und DDR am 17.07.1990 vom Staatsfragment, also besetzten Teilstaat, sage ich mal, ins Handelsrecht gewechselt ist, können handelsrechtliche Firmen niemals Staatsverträge ausfertigen. Auch der GEZ ist ein Betrug. Ja? Kann nur mit dem Staat kann es Staatsverträge geben. Und auch die Freistaaten sind keine Staaten, weil sie die Weimarer Verfassung inkludieren. Und die Weimarer Verfassung ist die Verfassung des Feindstaates zum Staat. Und ein Feindstaat kann niemals einen Staatsvertrag ausfertigen. Niemals kann China die Staatsverträge von Korea ausfertigen. Oder die USA die Staatsverträge von Indien oder was ist immer. Das funktioniert nicht. Und genauso unterschiedlich ist das auch hier. Die Leute werden also regelrecht betrogen. Und jetzt wird er erzählen, was das weitergeht. Also, hier steht soweit, das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22. Juli hatte in Paragraph 1 genommene Regelung Deutscher ist, wer die deutsche Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaat oder die unmittelbare Reichsangehörigkeit besitzt.
So. Ja? Also, wenn dann die Bundesstaaten verlieren würden, sind wir keine Deutschen mehr. Alles klar? Gut. Die Bundesstaaten bestehen, weil die Auflösung der Bundesstaaten kann nur der Kaiser oder der Verweser machen. Da wird entschieden. Es sei denn, ihr tut irgendeinen zum Verweser wählen, der eine heimliche Agenda. Ihr habt ja schon ein Hintergrundbild gesehen. Da geht es noch weiter. So. Also, was hier läuft mit dem gelben Schein und mit den ganzen Befürwortern, die angeblich Aktivierung von Gemeinden mit dem gelben Schein machen, das ist Betrugsmodelle. Das haben wir also jetzt rausgekriegt. Die Leute versuchen mit dem gelben Schein die Leute zu betrügen und denen die Bürgerrechte zu stehlen. Die tragen nämlich die Gemeinde nicht fürs Volk ein, sondern die tragen eine Firma ein. Und dann taucht die Gemeinde auch wieder bei UBIK auf. Und ja, und auch komische Vereine, die jetzt zu Bürgerrechtsbewegungen sind, tauchen plötzlich bei UBIK auf, obwohl die es dort gar nicht sein dürften. Also wirklich Bürger, die Bürgerrechte vertreten und nicht die Ausplünderung. Müsst ihr einfach mal wieder recherchieren. Ich weiß nicht, was Bachmann geritten hat, die Pegida dort einzutragen. Was hat die dort zu suchen? Nichts. So. Weiter. Durch die aufgrund des Gesetzes über den Neuaufbau des Reiches, 30.08.1934, erstens mal ist Hitler kein Verweser gewesen, weil das Ermächtigungsgesetz ungültig ist. Also kann das Gesetz über den Neuaufbau des Reiches niemals in Kraft sein. Die Bundesrepublik bezieht aber ihre Wahlen hier drauf. Das heißt, der Landratsamt ist ein Nazi. Anders kann man es hier nicht sagen. Ein Nazi. Er macht uns Nazi-Gesetze, obwohl die Anwendung der Nazi-Gesetze unter Strafe steht. Unter internationalen Strafgerichtshof. Und uns hat er die Bundesstaatenangehörigkeit, obwohl wir verweigert. Ich bin ja selber hier in dem Kreis geboren. Meine Bundesstaatenangehörigkeit ist immer noch am Geburtsort, nicht am Meldeort in Chemnitz. Im Meldeort bin ich bloß deswegen, weil sie mich sonst verfolgen, wenn ich mich hier nicht melde. Also, das ist im Prinzip unter Waffengewalt und schweren Folter angedrohte Melderecht. Nicht das Recht, das mir zusteht. Mir steht zu die Bundesstaatenangehörigkeit und die müssen mir dieser Landkreis ausstellen, weil ich hier geboren bin. So, und jetzt kommt's raus. Und jetzt geht's weiter. Die deutsche Staatsangehörigkeit vom 5.2.1934 wurde bestimmt. Die Staatsangehörigkeit in den Ländern fällt fort. Nee, das Gesetz gibt's nicht. Der Hitler ist kein Verweser. Und wenn der Landrat Nazi-Gesetze umsetzt, also hier steht schwarz auf weiß, macht er sich strafbar. So, das heißt, wir können hier einen internationalen Strafgerichtshof anrufen und können auch die Wahlen, die jetzt am 5.3. irgendwo hier laufen, in den Ländern, als Betrug anmelden. Weil in allen Wahlen, die jetzt im März stattfinden, wird diese Staatsangehörigkeit von Hitler verwendet. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn die Antifa laut brüllt, Nazis raus, Nazis raus, können wir die ganze Antifa im Prinzip nach Afrika exportieren, weil das sind die Länder, wo sie alle Nichtdeutschen hinschicken wollen. Ne? Also wenn dies alles Nazis sind, sind das alles Nichtdeutsche, weil die Deutscher ist, wer die Staatsangehörigkeit besitzt. Und wenn die Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz gelöscht ist, sind die alle keine Deutschen, also können wir die alle nach Afrika schaffen. Aber die Masche machen sie ja nicht nur mit den Linken, sondern die machen sie auch mit uns, indem sie uns die Bodenrechte stehlen wollen, indem sie uns alle illegal zu Nazis erklären, ne? Und uns dann Bodenrechte und die Häuser wegnehmen. Ne? Weil die Nazis dürfen ja kein Eigentum haben, wisst ihr ja. Ja? Gibt es Chefgesetz 52, die Bundesrepublik ist übrigens in Bonn gemeldet, das heißt, die praktiziert das, was in Bonn gilt, nicht das, was hier im Besatzungsgebiet besteht. Mitteldeutschland sind der Bundesrepublik nicht beigetreten, wir stehen immer noch im kaiserlichen Recht. Und jeder, der am Personal, wer am 17.07. in der Nacht vom 17.07. zum 18.07. in der DDR gemeldet war, ist weiterhin Staatsangehöriger des Bundesstaates, zu dem er gehört. Die Volkskammer wurde nicht aufgelöst, die Volksarmee wurde nicht aufgelöst, die Volkspolizei wurde nicht aufgelöst, die wurden alle nur veralbert und entlassen. Durch korrupte, ja, kann man Befehlsempfänger, kann man sagen, die Bestechungsgeld, was auch immer, gekriegt haben, weil sie die Waffen der Volkspolizei, der Kampfgruppen und der NVA auf dem internationalen Waffenmarkt vertickt haben. So, das ist die eigentliche Wendekriminalität. Man hat also hier sagen, Mitteldeutschland entwaffnet und mit den Waffen Geschäfte gemacht. So, obwohl man das nicht darf. Weil wie gesagt, der Einigungsvertrag wurde 1991 durch Klaus Kinkel gelöscht. Muss man sich fragen, was hier läuft. So, also, hier steht eine Feststellung von Amts wegen, hier unten weiter, kann nur erfolgen, wenn ein öffentliches Interesse vorliegt. Also, wenn wir hier einen Kampf gegen rechts haben, dann haben wir ein öffentliches Interesse. So, wer ist denn da hier überhaupt der Verantwortliche? Hier steht Bewerberin Frau Kunz. Ja, ich zeig's mal rein, hier. Die hat also hier die Nazi-Staatsangehörigkeit an der Backe. Habt ihr gleich Telefonnummer, könnt ihr euch gleich beschweren, ja? So, geht. Also, es ist Wahnsinn.
So, also, ein öffentliches Interesse liegt dann vor, wenn das Bestehen der deutschen Staatsangehörigkeit weiter Rechtsfolgen geknüpft sind. Also, am Bestehen der deutschen Staatsangehörigkeit hängt euer Haus Grund und Boden. Sobald ihr die deutsche Staatsangehörigkeit habt, sitzt ihr auf einer Zeitbombe. Weil die Frau Merkel genau weiß, dass es ungültig ist. Und ich erkläre euch auch, warum sie es weiß. Guckt mal hier auf diese Grafik. Die Frau Merkel hat nämlich eine hohe Auszeichnung von Knei Britt. Und da müsst ihr mal gucken, was hier los ist. Also, was auch. Ja, also, sie verordnen uns allen die deutsche Staatsangehörigkeit. In der Knei Britt liegt in der Freimaurer-Hierarchie hier unten. Also, noch drüber ist nur der Club da, der 300. Hier oben ist Rothschild-Tribunal. Ja, das ist also die Familie Rothschild, die Europa ausplündern will, auch die Bodenrechte. Hat sie auch gesagt, dass sie also die Geldmenge so ausweiten will, also den Euro unbedingt halten will, bis hier alles zusammenbricht. Also im Prinzip Luftgeld erzeugen und dann an die Blase des Luftgelds dort mal künstliche Nadeln anhalten. So, dann gibt es ja Wetten vom Soros gegen den Euro und er sorgt jetzt dafür, dass der Euro kollabiert und wenn man Haufen Migranten hier reinholt, die hier Chaos-Stimmung und Bürgerkrieg machen. Genau in dem Moment kollabiert der Euro. Eure Notstandsrechte treten in Kraft, alle, wer nicht Deutscher ist, muss dann hier aus dem Land. Natürlich auch ihr, die ihr mit Baustrafvertrag eure Häuser bezahlt habt und durch Politiker betrogen wurdet. Ne? So, und hier steht Pnei Britt und Merkel und Kohl sind zusammen, haben hohe Auszeichnungen des Pnei Britt inne. Obwohl die Frau Merkel als Frau im Pnei Britt nicht direkt Mitglied sein kann, weil sie nur Männer aufnehmen. Aber sie erfüllt die Erforderung des Pnei Britt und macht immer diese Pyramide. Es ist nämlich diese Pyramide. So, das heißt, sie setzt die Rechte dieser Geheimorganisation um und plündert unsere Bodenrechte. Und sobald sie das geplündert hat, macht sie sich mit dem Flugzeug, was die Bundesregierung schon bezahlt hat, vom Acker auf ihre Ranch, die sie auch schon hat in Paraguay irgendwo. So, Paraguay liefert niemand aus. Das heißt, das ist es dann eine Frage, dass das Volk dann von Rebomann sammelt und die Frau Merkel wieder zurückholt. Und dass die Verträge wieder rückgängig gemacht werden sollen. Eine andere Möglichkeit wäre, wenn wir eine staatliche Wahlkommission wählen, die wirklich unsere Staatsangehörigkeit feststellt. Nämlich der Ableitung nach Hustag, weil das Gesetz immer noch gilt. Dann müsst ihr euch bewegen. Die einzige Möglichkeit, diese Riesensauerei aufzudecken, wäre, einen Sender zu machen, der wirklich unter Kontrolle des Volkes steht, wo wir euch wirklich diese unglaublichen Frechheiten, die uns ja zugemutet werden, öffentlich machen können. So, ihr habt das Video, ihr könnt es verteilen, aber es wird nicht geschnitten. Es wird so gebracht, wie ich es hier sage. So, also. Na, gut. Wir knüpfen. So, und dann steht hier weiter. Also, wenn an das Bestehen der deutschen Staats weitere Rechtsfolgen geknüpft sind, die nicht allein für die Betroffenen und seine Abkömmlinge von Bedeutung sind. Das öffentliche Interesse ist der Erhalt der Bodenrechte. Also wem gehört das Rathaus und die Entscheidungsbefugnis, wem gehört das Land? Darf Abwasserzweckverband überhaupt Gebühren erheben oder ist die Gemeinde berechtigt dafür? Weil die wirkliche Gemeinde, der gehört im Prinzip die Wasser- und Abwasserversorgung. Und die Höhe dieser Gebühren, die steigert sich von Jahr für Jahr. Die Gemeinde darf nur entscheiden, dass es eine Regensteuer gibt, wenn es regnet, dass du Steuern bezahlen musst. Muss man sich überlegen. Ne? So. Das heißt, Die Rechnung vom Abwasserzweckverband unterschreibt er immer unter Vorbehalt der Rechtmäßigkeit und Rückforderung, damit wir den Verband umhauen können, sobald das die wirkliche Macht vom Volk wieder ausgeht. Zurzeit ist es nämlich nicht der Fall, zurzeit herrscht nämlich hier Pnei Britt. So, also, dann steht weiter, eine Beurteilung der Staatsangehörigkeit konkret für eine bestimmte Person ist keine Einzelentscheidung, ist eine Einzelfallentscheidung und kann ohne die dazu erforderlichen Unterlagen nicht erfolgen. Hier steht's. So, das heißt, ihr müsst herausfinden, wie ihr in zwei Generationen in der väterlichen Linie hier verortet seid. Also Thema Generation männlichen Vorfahrens, hier müssen hier geboren sein. In einem Bundesstaat, egal in welchen. Auch in denen, die außerhalb der Bundesrepublik sind, aber zu den Grenzen von 1914 gehören. So, in Artikel 116 Absatz 1 Grundgesetz. Haben wir das Grundgesetz in Mitteldeutschland überhaupt in Kraft, wenn wir nicht beigetreten sind? Ne. Weil Mitteldeutschland kommt in der Urfassung des Grundgesetzes nicht vor und ohne Änderungsgesetz des Grundgesetzes darf das Grundgesetz nicht geändert werden. Das ist immer
immer mal geänderte Fassungen im Umlauf sind, ist eben der Bruchteil gemacht wird. So, Artikel 100, ja, jetzt geht's weiter. Er umfasst außer diesen auch die Flüchtlinge und Vertriebenen deutscher Volkszugehörigkeit. Was ist eine deutsche Volkszugehörigkeit? Sowie deren Ehegatten Abkömmliche, soweit sie in dem Gebiet des Deutschen Reiches in den Grenzen, wie sie am 31.12.1937 vorlagen, Aufnahme gefunden haben. Denn das ist nämlich nicht der Fall, weil die Grenzen des Staates darf niemand verrücken. Auch die Bundesrepublik darf die Grenzen nicht verrücken, weil die Grenzen immer noch durch die HLKO bestimmt werden. Und die HLKO erlaubt dem Besatzer nicht, die Grenzen zu verrücken. Er darf das nicht. Ja? Es gelten immer noch die Grenzen, wie sie im Friedensvertrag von Brest-Litowsk sind. Ansonsten darf das Volk Russland um Hilfe bitten, dass sie diese kriminellen Banden aus dem Amt entfernen, und zwar mit einem Einmarsch. Damals hat die Russische Föderation die Verwaltung des Zarenreiches übernommen. So. Und das Zarenreich hat mit dem Kaiser eine direkte Friedensverhandlung, wenn die Außengrenzen angegriffen werden. Und angegriffen werden sie mit so einem Schreiben. Das ist also Beweis, dass wir den Einmarsch der Sowjettruppen fordern können. Und das hat hier eine Frau Vogel verbrochen. Ja, also wenn es darum geht, wenn die Russen hier einmarschieren, die Frau Vogel und die Frau Günz sind dafür verantwortlich. Und wir werden dafür sorgen, dass die russische Regierung das Schreiben erhält. Ich glaube, den Platz des Gesäßes, wenn die das lesen. So, und ich will die Bundesstaatenangehörigkeit genauso wie alle anderen, die das hier beantragt haben mit der R12. Sobald die R12 einschlägt, sind die verpflichtet, sofort die Staatsangehörigkeit in die Bundesstaatenangehörigkeit zu ändern. Ob die Verwalter des Bundesstaates sind, spielt keine Rolle. Die sind auf jeden Fall Bundesstaatenangehörig, sobald die wollen, dass es sind. Und ich habe es abgegeben. Dieses paar Fax haben Herrn Meding schon aufgeschlagen. Er hat noch nicht reagiert. Ich warte auch, bis wir mit der Klage soweit sind, damit ich ihn dann nach Spanien einladen darf. Wenn er nicht reagiert, ist das sein Problem. Er hat das Fax gekriegt, und wenn er nicht reagiert, hängt er drinnen. Und ich will, dass er drinnen hängt. Weil er hat ja von Amts wegen eine Ummeldung gemacht. Er ist aber kein Amt, weil er gar kein Amt hat. Da ist nur Angestellter. Er ist kein Amt. Niemand in Chemnitz hat ein Amt vom Kaiser. Niemand, auch der Bürgermeister nicht. Weil die alle, die gelben Scheine, die deutsche Staatsangehörige, alles Nazis sind. So sieht es nämlich aus. So, dann geht es weiter. Artikel 116 Absatz 2 Grundgesetz enthält für diejenigen, die während der Herrschaft der Nationalsozialisten die deutsche Staatsangehörigkeit aus politischen, rassischen, religiösen Gründen entzogen worden ist. Hat er nie gemacht. Weil, erstens mal, kann man nichts entziehen, was keiner hatte. Die haben sie nicht. Keiner von uns hat die deutsche Staatsangehörigkeit. Wir haben die kaiserliche, die von den Bundesstaaten. Und eine ungültige kann man nicht entziehen. Das ist totaler Käse. So, Wiedereinbürgerungsanspruch. Niemand, auch das Meldeamt, kann niemand einbürgern. Das dürfen die nicht. Einbürgerung darf nur ein Amt machen. Und nur die Eingebürgerten sind wahlberechtigt. So, das muss doch nochmal gerissen haben. Was hat der Kaiser bestellt? Was hat er nicht bestellt? Nur das interessiert. Das Gelaber von den Leuten, die da in irgendwelchen Amtsstuben sitzen, mal abgesehen davon, ob die überhaupt da sitzen dürfen, entscheidend ist die Rechtslage. Und die Rechtslage ist das, was die HLKO einsetzt. Die HLKO ist die allerhöchste Rechtsordnung in Mitteldeutschland und auch drüben auch. So. Und an das hat sich der Besatzer zu halten. Auch die Medien haben sich zu halten. Und wenn der MDR was anders behauptet, können wir den MDR wegsägen, sobald der Friedensvertrag kommt. Und dann werden die sämtliche Gehälter an ihre sogenannten Künstler alle komplett zurückzahlen. Und zwar in den Wiederentschädigungsfonds, vor allem die von GEZ-Gerichtsvollziehern geschädigt worden sind, die Häuser plündern und den Leuten ja, die Unverletzlichkeit der Wohnung nicht gewähren. Da wollen wir ordentlich aufräumen. Aber ihr müsst euch bewegen. Ich habe euch gesagt, wir machen den Sender, also kümmert euch. Und ich laufe nicht mit der Sammelbüchse durch ganz Deutschland. Ihr müsst euch bewegen. Ihr, die ihr das Video seht, macht eine Sammelbüchse, registriert euch, damit das Geld nicht verloren geht. Und nur die eingetragenen Leute, die also wo Kassenwart und 10 Mitunterzeichner sich verpflichtet haben, das Geld ja abzuliefern, die sind berechtigt, Sammelbüchsen zu machen. Ja. Momentan ist das die Sachsenvision. Und Leute, die mir gesagt haben, wer Mitunterzeichner ist. Gut? Ja. Dann machen. Ansonsten kann auch Sachsenvision anderen Leuten gestatten, mit Sammelbüchsen zu laufen. Ist auch kein Problem, aber ich will auf jeden Fall die Originalen, damit ich das kontrollieren kann. Wenn die Leute anrufen, wo ist mein Geld, muss ich wissen, wer dafür verantwortlich ist. Ne? Gut.
Fundierte Erläuterung zum Artikel 116 Absatz 1 zu Grundgesetz ist ohne persönlichen Nachweis des Betroffenen ebenfalls nicht möglich. Wer wird eine Information vorenthalten? Da bin ich ja mal gespannt. Das Schreiben vom 23.12.2014 wurde mitgeteilt, dass eine Vorsprache, telefonischer Kontakt bezüglich der erforderlichen Modalitäten Unterlagen unerlässlich ist. Einen Termin zur Vorschau bei der zuständigen Bearbeiterin, Frau Melzer, haben Sie bereits telefonisch vereinbart. So, gut. Also, ihr könnt noch mal richtig aktiv werden. Ich werde das Ding noch einscannen und ins Netz stellen, damit nicht gesagt wird, ich würde irgendwas vorlesen, was nicht existiert. Also, das Ding ist so brandheiß, ich kann es kaum anfassen, so heißt es, das Schreiben. So, wir haben noch eine lustige Geschichte. Hier steht, hat nämlich jemand beim Landratsamt Erzgebirgskreis Schwarzenberg beantragt, nun mal die tatsächliche Staatsangehörigkeit festzustellen. So. Und verlangt rechtsverbindlich, wie genau heißt der Staat, dem ich angehöre. Ne? So. Angefragt ist das Einwohnermeldeamt in Schwarzenberg. Den Staat Deutsch gibt es offenkundig nicht. Brauchen wir nicht lange diskutieren. Ne? Das ist also ein Betrug, ein Betrugsstaat, der genau in dem Moment umgeworfen wird, wenn die Bodenrechte in Deutschland bestritten werden, damit ihr alle eure Häuser und eure Autos verliert. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel von dieser Organisation. Das ist eine Verbrecherorganisation. Wollen wir nur mal ganz klar sagen. So, dann haben wir betreffs der nochmaligen Anfrage bezüglich des Nachweises Ihrer Staatsangehörigkeit verweise ich auf die Zuständigkeit der großen Kreisstadt Schwarzenberg. Was ist denn die große Kreisstadt Schwarzenberg? Es gibt nur Schwarzenberg. Das ist die vom Kaiser mit uralten Stadtrechten versehene Stadt. Und die große Kreisstadt Schwarzenberg ist genau der Plünderungsverein. Was anders ist es nämlich nicht, weil die Stadt gehört den Einwohnern, dem Volk, das dort wohnt und nicht irgendeiner Firma, die im ÜBIG gelistet ist. So, euch hat man also die Stadt schon mal weggenommen ins Rathaus. Ihren Wunsch, dort auf die Erteilung Ihrer Ausweisdokumente hinzuwirken, komme ich aufgrund des kommunalen Selbstverwaltungsrechts der großen Kreisstadt Schwarzenberg nicht nach. Wieso hat denn die große Kreisstadt Schwarzenberg, was nur eine Firma ist, ein Selbstverwaltungsrecht bezüglich des Kaisers? Die Ernennungsurkunde hätte ich gerne mal gesehen. Die gibt es nicht. So. Also hier greifen Leute in die Verwaltung des Staates ein, was sie gar kein Recht haben, weil die mit der deutschen Staatsangehörigkeit kann man nicht wählen und da kann man auch nicht gewählt sein. Kein Abgeordneter ist nach kaiserlichem Recht gewählt und das kaiserliche Recht wird durch die Haager Landkriegsordnung eingesetzt. Und lange wie der Erste Weltkrieg noch läuft, läuft er noch. Und so haben wir das kaiserliche Recht. Der ganze Einigungsvertrag ist total auch aus diesem Grund rechtlicher Bummi, weil die Grenzen darf der Besatzer nicht verrücken. Ja, und wenn die Polen dann auch mal begriffen haben, dass sie immer noch zu den Grenzen 1914 gehören, wird es sehr lustig hier in dem Land. Aber die haben ja beschlossen, keine Ausländer reinzulassen, ne? Das war ja. So, jetzt wollen sie es aus der EU raushauen, wird ja noch interessanter. Ja, gut. Und jetzt soll es also hier an die Stadtverwaltung Schwarzenberg weitergeleitet werden. Naja, gut. Was haben wir noch Lustiges? Das habe ich schon vorgelesen. Hier. Bestätigung. Also hier ist eine Bestätigung. Hier bestätigt eine Stadt, dass es was geben soll, was es gar nicht gibt. Erstmal schon mit dem falschen Siegel, weil das nicht das Stadtsiegel ist, was das gültig ist, um staatliche Dokumente zu siegeln. Und dann hier wird dem Aussteller bestätigt, die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt und zum gegenwärtigen Zeitpunkt Bürger der Stadt Grünhain ist. Entweder oder. Wenn man die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, verliert man das Bodenrecht, kann man nicht Bürger sein. Funktioniert nicht. So, hat der Bürgermeister unterschrieben. Der haftet für den Rotz. So, das gleiche hier auch nochmal. Wahrscheinlich ist es die Frau. Ach, das ist ja unlustig. Das gleiche Schreiben, aber ohne Siegel. Wieder vom Bürgermeister. Ja, nicht schlecht. Lustig. So, was haben wir noch? Ja, Erfahrungsbericht. Also, die haben alle die A11 hingeschickt. Ne? Und hier ist der Landrat ja der zuständig. Also, der Landrat ist der Notstandsleiter, nicht der Verweser. Er darf keine Gesetze ändern. Ne? Auch sein Parlament darf das nicht. Er ist nur Notstandsleiter. Er muss das kaiserliche Recht anwenden. Wenn er das nicht macht, herrscht er privat unbeschränkt. Und zwar ohne Privatinsolvenz. Dass die alle kein kaiserliches Recht haben, wissen wir ja. Aber wir brauchen ja irgendwelches Haftungspersonal, was glaubt, dass es nicht belangt wird. Ja? Sonst kriegen wir unsere Häuser nicht wieder.
So, da kann man sich vorstellen, was dann passiert, wenn die Häuser nicht rausgegeben werden, wenn die Banken die Häuser wegfänden, die Leute raustreiben und sagen, der Kreisrat, dass der Ingenieur das verursacht hat. Da könnt ihr mal sehen, wie schnell einer laufen kann. Aber es wird nicht nützen, dann werden sie wiederholen mit Repo-Mann. So, das heißt, die Kreisräte leben gefährlich. Aber ich halte mich da komplett raus. Ich sage den Leuten nur, wie es ist. Ja? So. Die müssen sich dann selber kümmern. Ihr müsst euch bewegen. Ne? Wenn wir den Sender haben, können wir alle informieren. Das ist gar kein Problem. So, dann können wir auch die Staatsrechtler einladen. Ne? Auch mal von anderen Ländern, die das deutsche Recht studiert haben. Ja? So, also er schreibt mir hier, der das gemacht hat, dass ich hinkommen könnte und die Originale einsehen. Das ist, werden wir dann machen, wenn wir klagen. Ja, da werden wir dann alle die dicken Ordner mit nach Spanien nehmen. Und dann werden wir hier die ganzen Kreisräte, Chemnitz, Sachsen, Aue, Schwarzenberg, alle die Leute, die die A11 abgegeben haben, komplett dort einladen. Da können Sie sich schon mal für 3 Verhandlungstage gefasst machen. Wenn die Wahl im März läuft, dann ja, ne, weil ja auch die Staatsangehörigkeit hier in Sachsen genau das gleiche ist wie in Sachsen-Anhalt überall. Ne? Weil ja Betrug gemacht worden ist, flächendeckend. So, und man hat ja aus der Maske, um das zu kontrollieren, die Staatsangehörigkeit rausgenommen. Und man kann selber gar nicht gucken, ob man die korrekte hat. Und andere, die das kontrollieren sollen, weil das Melderegister muss ja kontrollieren, dann, ob es korrekt ist. Wo wollen wir wissen? Es gibt keine Rechtsordnung in Deutschland. Also die Bundesrepublik hat keine Rechtsordnung, um die Korrektheit des Melderegisters zu prüfen, damit sie sich eine Rechtsgrundlage geschaffen haben, um zu betrügen. Weil sie nämlich falsche Einträge dort reinmachen. Um sich strafbar zu machen, haben sie die gesetzliche Pflicht, dass es korrekt sein muss, aus dem Gesetz gestrichen. So. Also das heißt, geht auf euer Meldeamt, sagt, welche Staatsangehörigkeit ha habt und verlangt, dass sie bestätigen, und zwar mit Unterschrift, dass ihr nicht die Staatsangehörigkeit vom 5.2.1934 habt, weil ihr die nicht haben wollt. Geht einfach hin, macht formloses Schreiben. Morgen machen. Morgen, nee, heute ist Freitag, nee, geht nicht. Moment, Montag oder Dienstag hinrücken und sagen, sonst ist auch dummer die Wahl angreifen. Na, wir haben auch genug Leute, die in Sachsen-Anhalt und wo jetzt gewählt oder in Thüringen gewählt werden, weil der Bürgermeister von den Orten ja dort neu besetzt wird. Ne? Thüringens Bürgermeisterwahl. Ach, übrigens war ich in Thüringen und habe verlangt, die Terminliste der Bürgermeisterwahlen für die eigenen Städte zu kriegen, weil wir wollen natürlich dann dort vor Ort sein, auch mit dem Kamerateam. Und wollen dann die Kandidaten fragen, wie sie denn mit ihrer nationalsozialistischen Staatsangehörigkeit in Kandidat geworden sind. Da hätten wir gerne mal verbindliche Aussagen dazu. Das wird ein sehr lustiges Video. Ja, die werden sich ja irgendwie zum Wahlkampf mal stellen. Ne? Und dann kommt die Frage. Ohne Garantie. So, also, hier hat jemand noch ein Schreiben. Ja, jemand die Kündigung des Personalstatus mit der A11 verlangt. Das heißt, die Gemeinde ist sofort verpflichtet, die Bundesstaatenangehörigkeit zu bestätigen. Und zwar, die muss rausfinden, in welchem Bundesstaat sie ist, und die muss sie dem sofort mitteilen. Ja, die haben die Rechtsstellung, ne, nach dem Antrag. Also, das ist Bundesstaatenangehörigkeit. In Thüringen, Reuß und hier in Sachsen ist es Königreich Sachsen. Nichts anderes gehört dort rein. So, wenn die das nicht machen, mit der Meding, ne, da sich weigert, die zu bestätigen, kriegt er die in die Vollhaftung, und zwar mit ihrem ganzen Haus und Besitz, und zwar ohne Privatinsolvenz, ohne Selbstbehalt. Na? Geht. Jeder, der ihr als Bearbeiter oft da haftet mit Haus und Hof, na? Nach internationalem Recht, also wenn wir kennen von einem ausländischen Staat über die HLKO bis auf die private Haftung durchpfänden, das ist möglich, ist schon praktiziert worden. So, das geht nicht nur mit der Malta-Masche, es geht noch viel schöner. Haben wir inzwischen rausgefunden, wie das funktioniert. So, ich habe einen Termin bei der Referatsleiterin Landratsamt Annaberg, die diese Dinge bearbeitet. Ich will einfach nur mal ein paar Sachen geklärt haben, mal sehen. Ja, gut, dann ist die Kontaktanschrift, die zeige ich jetzt hier nicht. Geht, also, ihr wisst Bescheid, nehmt die A11, faxt das Ding hin. Nehmt Zeugen hin, die das abgegeben haben, und schon habt ihr einen neuen Vollhafter, damit ihr euer Haus wieder kriegt. So, und dann organisiert euch. Wir haben jetzt einige Stammtische zu dem Radioprojekt gemacht, obwohl ich da gar nicht eingeladen bin und ich auch gar nicht zusagen konnte, weil die Termine bis zum 5.3. alle schon verplant sind. Ich habe schon verbindliche Termine bei irgendwelchen Bürgerstammtischen darüber zu informieren, und vor 5.3. können keine neuen Termine gemacht werden. Die Zeit ist komplett ausgebucht.
Da habe ich Glück, wenn ich 8 Stunden Schlaf abkriege in der Zeit. So, wir haben ja auch hier zu räumen. Wir haben angefangen, die Räume soweit fertig zu kriegen, weil wir wollen ja einen Probenraum machen, damit wir mit einem Radioprojekt schon mal ein bisschen üben können. Erstmal mit einfacher Technik, ne? Weil die Studiotechnik hat dann nur mehr Regler und mehr Einstellmöglichkeiten, aber erstmal wieder, um wieder zu machen. Ich habe auch gesagt, ich mache dann über den Sommer weg nochmal ein normales Webradio bei irgendeinem Webradio-Betreiber, um mal wieder ein bisschen Gefühl zu kriegen für die Regler. Und da werden wir dann einfach noch ein bisschen Musik hören. Eventuell werden wir noch eine Leitung schalten, dass ihr dann anrufen könnt. Und dann werde ich auch ein bisschen was sagen. Nicht alles werden wir direkt auf dem Webradio lassen können. Manches werden wir dann einfach in ein normales Video einbinden. Geht. Sind wir soweit durch. Ich hoffe mal, dass wir, ich sag mal, morgen, übermorgen noch das Video für die 37D fertig kriegen. Die organisatorischen Sachen zu der Gründung der Wahlkommission. Und die die A12 ist in Arbeit. Ich habe es zwar schon ein paar Mal angekündigt, dass sie fertig werden wird, aber ich habe jetzt Auflagen gekriegt, dass die Räume fertig sein müssen, weil die Stellfläche, die wir haben, die kostet uns Geld. Und ich will nicht nochmal 180 Euro für einen weiteren Monat Stellfläche berappen. Bringt mir nichts, ich muss das jetzt klären. Und ich bitte euch um Mithilfe, wer in der Nähe von Chemnitz wohnt, nochmal mitzuhelfen. Am Wochenende müssen wir oben die Fläche beräumen, egal wie. Geht, alles klar. Dann verabschiede ich mich mal in den Arbeitseinsatz, weil ihr seht ja schon, dass ich zeitig aufgestanden bin heute. Ich habe heute noch ein paar Schriftsätze zu machen, weil eigentlich schon wieder der Haftbefehl droht. Also ihr seht, ich habe voll zu tun und muss jetzt erstmal das Video beenden und erstmal meinen Tag beginnen lassen. Ja, gut, tschüss.